Eine Frage habe ich da noch zu deinem letzten Album, wo es dann auch was mal mit Knast zu tun hat, auch wenn ich versuchen wollte, dass wir es in dem Interview nicht nur über Knast reden die ganze Zeit. Hat das dir so geholfen, dass ein Album aus dem Knast raus, also jetzt auch so vom Kopf her, ja, du sitzt im Knast, das ist scheiße. So, wie scheiße kann man sich kaum vorstellen. Kann man sich vielleicht 8 Stunden im Badezimmer einsperren und versuchen, das nachzuempfinden, wie das ist, wenn man das jahrelang macht. Wenn man dann von da aus ein Album veröffentlicht und draußen im Gespräch ist und ein Label hat, was läuft, hilft einem das eher oder fuckt einem das bald noch mehr ab, weil man immer damit konfrontiert ist, die sie haben da Release-Party, ich nicht, die sind auf Tour, ich nicht, bla. Nee, das habe ich jetzt nicht so viel gehabt, dieses, die haben das, ich nicht, weil dann wirst du ja komplett Malle, weil ja. Die ständig haben ja irgendwelche Leute draußen irgendwas und das hast du drinnen nicht. Das habe ich gar nicht gehabt, so, es war eine gute Beschäftigung für mich auf jeden Fall, dass ich irgendwas zu tun hatte, irgendwas, es ist wichtig, dass du drinnen irgendwas zu tun hast, weißt du? Ja. Die meisten Leute gucken irgendwelche Serien, die draußen nie gucken würden, ja. Aus dem Grund, damit die irgendwie an irgendwas fortlaufenden teilhaben können. Ja, normal. Plötzlich ist gute Zeiten, schlechte Zeiten geil. Weil ja, auf einmal gucken die das an, weißt du? Und das war dann für mich mein gute Zeit, schlechte Zeiten, weißt du? War dann irgendwie die Arbeit mit der Mucke. Ja. Und abgefuckt hat es mich nicht. Natürlich, wenn da businesstechnisch irgendwie Scheiße passiert ist oder musiktechnisch irgendwas passiert ist, was abgefuckt hat, das ist dann was anderes. Das hätte mich auch draußen abgefuckt, aber wegen dem Knast jetzt selbst nicht. Hast du ja nicht Stress dafür bekommen, dass du da aufgenommen hast? Ich meine, du hast das ja auch schon mal erklärt, wie du da aufgenommen hast. Du hast dir ein Gerät halt besorgt, ein Aufnahmegerät, unter der Bettdecke, damit es nicht so halt und bla bla bla. Ja. Das war ja jetzt alles nicht so abgesprochen mit der Gefängnisführung und spätestens als dein Album rauskam, müssen die das doch mitbekommen haben. Ja. Nächste Frage, Toxic.